Endlich ist er fertig. Aber jetzt mal reparieren auf 100 bringen. Wow. Ja, wir haben Energiewaffen auf 100, wir haben Medizin auf 100, dann haben wir noch reparieren auf 100, dann können wir aber alles. Härte. Wow, okay, jetzt haben wir viel geredet. Der Boss, ja. Und ganz viele neue Missionen bekommen. Okay, also. Alle gehen Sie zum Becken und installieren Sie die zentrale Ding. Reisen Sie zum X8-Frontend, um das Kraftfeld störende EM-Impuls zu upgraden. Dann einfach von, wollen wir alle meine Freunde haben Ausschalter machen? Komm, fangen wir damit an. Alle meine Freunde haben Ausschalter. Richtig, ne? Ja. Ich begrüße und beglückwünsche Sie, Sir, und mein allerherzlichstes Willkommen im Becken. Ich bin Ihr elektronischer Kammerdiener und Zentraleinheit dieses Haushalts. Womit kann ich dienen, Sir? Ist eine Art künstliche Intelligenz? Bedauerlicherweise nicht, Sir. Die Module dieser Behausung sind synthetische Persönlichkeiten, basierend auf einem nicht intelligenten Betriebssystem. Du meinst, Sie noch mehr Persönlichkeitsmodule hier? In der Tat, Sir. Obwohl ich Sie bedauerlicherweise darüber in Kenntnis setzen muss, dass die meisten davon seit Jahren abgeschaltet sind. Und wenn mir der Hinweis gestattet ist, Sir, stehen Sie ohne diese Gerätschaften besser da. Sollten Sir jedoch auf Ihre Dienste zurückgreifen wollen, müssten sich irgendwo Sicherheitskopien der Persönlichkeitsdisketten auffinden lassen. Kann ja wieder Funktion zugreifen, um die Persönlichkeitsholotip zu laden. Bedauerlicherweise befinden sich die Hauptbetriebssysteme ebenfalls auf den Persönlichkeitsbändern. Sollten mich Sir nach der Installation bitten wollen, Ihre Sprachinterfaces abzuschalten, würde ich dem mit dem größten Vergnügen nachkommen. Um auf Ihre Funktionen zugreifen zu können, Sir, ist es dennoch vonnöten, ein Backup-Holoband ausfindig zu machen. Warum gibt es so viele Persönlichkeitsmodule? Wie man mir zu verstehen gab, Sir, war diese Anlage einst im Besitz eines gewissen Dr. Möbius. Er fertigte die Persönlichkeitsmodule als Teil einer Reihe von Experimenten zum Thema Mensch-Maschine-Interface. Den Grund für seine ungewöhnliche Auswahl an Geräten für jene Module vermag ich nicht zu benennen. Egal, ich möchte etwas anderes fragen. Gewiss doch, Sir. Welche Dienste bietest du an? Neben meiner Aufgabe, die Personenmatrizen der anderen Gerätschaften zu verwalten, diene ich des Weiteren als Proviantmeister, Sir. Benötigte Güter können, Sir, über mein Handelsinterface erwerben. Woraufhin die unverzügliche Lieferung selbiger durch winzigste Roboter erfolgt. Meine Ausrüstung muss repariert werden. Sehr wohl, Sir. Oh, danke. Alles reparieren. Du bist übertrieben? Ich glaube, du übertrieben. Moment mal, oh, warte mal, nur tot. Alles sein. Dass er mir das Geld abgezogen hat. Ein besonders adretten Eindruck, Sir, wenn Sie mir dieses Kompliment gestatten. Gut, na komm, machen wir F5, dann mach ich mal. Laden. Ah, das war kurz davor. Okay, das kostet Geld. Ich begrüße. Thank you.
Da. Da würde ich immer ganz gerne. Hat das so. Aber wir müssen echt mal aufpassen. Das hier. Womit kann ich dienen, Sir? Sehr wohl, Sir. Aber was geht es denn dran? Waffen, eine Schaufel. Ja, eine Kasse, eine Schaufel. Wie das Stimpets an. Alle 15 würden mich nur tauschen. Oh, ist sowieso. Akzeptiere ich. Gut, das ist mir so nämlich ein bisschen lieber. So. Sollte der Toaster etwas anderes behaupten, schenken Sie diesem Taugenichts keinen Glauben. Dann jetzt bist du jetzt hier lang gehört. Aber es ist immer noch die Quest, ne? Oder ist es schon eine neue? Nee. Sind die viele Module für das Auto, für das Becken, den Autodock und die biologischen Forschungsdinger? Okay, ich glaube X8 war auf jeden Fall eine Ding. Dann machen einmal das, wo X8 für als letztes mal. Ich wollte auf jeden Fall versuchen, alle Quests schon zu machen. Es ist einfach, das ist sehr schade, finde ich, in dem Spiel. Das sage ich jetzt auch mal. Ich finde das sehr schade, dass es nicht angezeigt wird, was jetzt nun wirklich Hauptmission, was Nebenmission ist. Es ist wirklich schade, das muss ich immer sagen. Ist. Lobotomie, oh, jetzt krieg ich aber Angst. Lobotomie. Gruselig. Und da ist Skorpione, Nein, ja, wohl nicht so krass zu sein, ne? Ja, wohl nicht so krass zu sein. Hier ist Red. Und krass Red. Hier ist Red. Jo, verfolgt mich ja. Pisser. Spitzt wohl. Hilfe! Alter. Mich um, weil da bin ich aber attackiert, ey. Aber ob wir keinen Schaden bekommen, geil, na gut, aber es sind schon etwas einfachere Gegner zu sein. Ja, auch mal ganz gut, ne, weil Stimpack sparen wäre nicht schlecht. What the fuck? Oh! Aua! Kackhund! Nimm dich! Hey! Wow! Wie bist du denn hier? Hallo? Was ist denn bei hier? Den krieg ich selber. Sterben mal aus der Einladung, danke. Also, ja, Roboter kommt auch noch an. Hey!
fuck. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ihr verstanden. Ja, ja! Wer kommt ihr denn? Der kann hier unendlich Gegner spawnen, hat. Scheiße. Du schießt denn jetzt auf mich? Ja, du bist super krass, ja? Noch immer ein Hund. Alter. Ah, da noch einer von den Viechern. Okay. Wenn ich laufen kann. Oh Gott. Junge, ich hab deinen Fuß zerkrüppelt, ey. Wird immer ganz tot. Hallo. Hallo. Oh. Müsst ihr mal sterben? Ja, tausendmal auf die schießen, bis ihr mal sterbt. Bleiben die tot oder? Nicht so. Das ist die Frage. Da sind halt viel Munition. Wo ist er? Aber auf jeden Fall gehen wir mit viel Erfahrungspunkten wieder raus aus der Mission. Vielleicht kriegen wir noch hin aus dem Dirty DLC aus der Mission. Aus der Mission auch. Oh. Wie bitte? Habe ich eben einen Hund bellen gehört oder war es eben kurz mein Hund? Ich habe auch einen Hund. Was ich dafür hier rein hat. Ja, muss ich leider. Aha. Oh.
Doktor, ordentliches. Oh Gott. Was machst denn du? Yo, 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 du flammst einfach. Piss dich! Ja! Alle rein. Aber nicht besonders freundlich jetzt gerade, ne? Was wir gesagt haben. Ich hab das Ding da, nein. Ah, dieses Kopfding da. Ah, dieses Kopfteil hier. Yeah. Das mit das da, genau. Ich bin jetzt da drauf. Jo! Oh ja! Schlagen wir alle auf den Roboter ein! Ja, gerne. Ah, daneben. What the fuck? Er kann nicht. Echt nicht. Das Leben aus dem Körper wirken. Was ist da oben oder was? Wow. Ja, hier ist also ein rein technologischer DLC. Und was anderes. Was ist das? Nein. Das aber. Nein. Ja, aber gut, momentan geht's ja noch. Englisch. Gut, dann würde ich sagen, dass wir jetzt hier ein Cut setzen und beim nächsten Mal weitermachen. Auf jeden Fall ein netter Einblick schon mal in Old World Blues bekommen. Auf jeden Fall will ich erstmal eine Nebenmission machen. Nicht, dass er am Ende auf die Hauptmission macht. Ich finde das irgendwie schade. Also, er den unterteilt und gerade in solchen Quests, denke ich, finde das immer doof, wenn man Nebenquests anbietet und unterteilt das nicht. Das mag ich allgemein nicht so ganz so gerne. Aber gut, ist halt so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und bis dann. Euer Pyrus.